Die Folgen der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise ließen viele erkennen, dass nur eine solide industrielle Basis Wachstum und Wohlstand für die Gesellschaft garantiert. Vor diesem Hintergrund diskutierten in der Friedrich-Ebert-Stiftung verschiedene Persönlichkeiten der Wirtschaft, der Gewerkschaften, der Politik und der Gesellschaft über die Zukunft der europäischen und speziell der deutschen Industriepolitik. Zur Diskussion standen Deutschlands Beitrag für eine europäische Wertschöpfungskette und die Frage, wie sich Deutschland und Europa im globalen Wettbewerb auf Dauer behaupten können. Es war nach meiner Erinnerung in den letzten Jahrzehnten nicht immer selbstverständlich, dass man der Industriepolitik die Bedeutung beigemessen hat, die heute wieder weitestgehend unstreitig zu sein scheint. Es ist wichtig und gut, dass wir diese deutliche Trendwende hinsichtlich des politischen Willens hinbekommen haben. Vielen herzlichen Dank, herzlich willkommen, lieber Glas, du hast das Wort. Hans Eichel, der seinerzeit als Finanzminister versuchte, in schwierigen Zeiten sein Budget zusammenzuhalten, war oft am Stöhnen darüber, was an Anforderungen auf ihn zukam, und sagte immer, und das ist noch der leichte Teil, den wir haben. Denn alle wissen ja, dass es uns schlecht geht. Und jetzt ist es noch ein Prinzip leichter, solche Reformen anzustoßen. Schwierig wird es dann, wenn die Gesellschaft, wenn es ihr erst einmal gut geht, ob sie dann den Mut findet und die Klarheit findet, trotzdem eine Analyse zu machen und die Reformen nach vorne zu gestalten, um den Wohlstand, der dann erreicht ist, auch nach vorne zu perpetuieren. Und das ist in unseren Augen momentan möglicherweise zumindest nicht hinlänglich in der Politik der Fall, dass der Mut dazu da ist, auch in vermeintlich konjunkturell guten Zeiten eine klare Analyse zu machen und sich zu überlegen, wie sieht denn die Welt aus in 10, 20 Jahren und was bedeutet das für unsere Gesellschaft, insbesondere auch für unsere industriell geprägte Gesellschaft. Wir in Deutschland stehen deswegen so gut da, das ist unsere feste Überzeugung, weil es in Deutschland noch einen relativ großen Anteil der Industrie, des produzierenden, des verarbeitenden Gewerbes an der Bruttowertschöpfung gibt. Wir sehen drei Faktoren für den Erfolg oder für die Profilierung des deutschen Geschäftsmodells. Das ist zum einen und zum ersten, nämlich die internationale Ausrichtung der deutschen Industrie. Der zweite wichtige Erfolgsfaktor neben dieser Außenhandelsorientierung ist sicherlich die Innovationsstärke der deutschen Industrie. Der dritte Erfolgsfaktor für die deutsche Volkswirtschaft und die Industrie ist sicherlich die Sozialpartnerschaft, die man seit den 70er Jahren in diesem Land entwickelt hat. Und ich glaube, wenn es irgendetwas gibt und wenn wir etwas einbringen sollten, dann sind das unsere Erfahrungen als industriestarke, innovative Volkswirtschaft. Und wir sollten die anderen einladen, unsere Modelle zu studieren. Deutschland ist nicht die Blaupause, aber wir haben viele gute Erfahrungen gemacht, die wir gern mit den anderen teilen. Vielen Dank und ich freue mich auf die Diskussion. Die Frage der Demografie wird eine sein, die uns in Deutschland und Europa in Bezug auf die Frage, ob wir zukünftig industriell erfolgreich sind, massiv beschäftigen muss. Zweitens die Frage, wie wir mit Innovationen umgehen. Auch zu verstehen, dass unser Verständnis nicht Old gegen New Economy ist, sondern es um Next Economy geht, um die Frage, was wir tun können, was wir brauchen, um diesen Innovationsschwung tatsächlich nutzen zu können. Dritter Trend neben der Frage von Demografie und Innovationen und technologischen Sprüngen, die wir vor uns haben werden, ist die Frage, wie wir mit der Internationalisierung unserer Wirtschaft umgehen. Vierte Bemerkung und letzte, was die Aufgaben betrifft, alles, was mit Ressourcenknappheit zu tun hat oder wir in Deutschland schlicht und ergreifend mit dem Begriff der Energiewende bezeichnen. Meine Damen und Herren, wir stehen also vor großen Herausforderungen. Die gute Nachricht ist, dass zumindest in den Medien, in der Politik sowieso alle jetzt über Industrie viel schöner reden, als das vor 10, 15 Jahren der Fall war. Für mich besteht die große Herausforderung in den nächsten Jahren darin, zu verstehen, dass Industrie und Dienstleistung eigentlich zusammengehören. Und in Deutschland haben wir die große Schwierigkeit, dass wir mehr und mehr wirklich eine duale Volkswirtschaft haben. Wenn Sie sich angucken, die Produktivitätsentwicklung in Deutschland in den letzten 20 Jahren, dann sehen Sie im Industriebereich, Exportsektoren, eine ganz hervorragende Produktivitätsentwicklung, hohe Lohndynamik, Einkommensdynamik. Wenn Sie sich das allerdings im Dienstleistungssektoren anschauen, dann sehen Sie ein komplett anderes Bild. In Deutschland haben wir heute im Durchschnitt der Median geringeres Realeinkommen als noch vor 15 Jahren.
Herr Roswong, Herr Kerber, wenn Unternehmen heute investieren in Europa, wie innovativ investieren Sie von der Zielsetzung der Investition? Investition in Innovation und Innovationsfähigkeit auch für den Prozess ist gleichzeitig Produktivitätsgewinn. Also da gibt es keinen Widerspruch. Und in dieser Wettbewerbssituation, in der wir alle stehen, ist jeder gut beraten, auf den Innovationspfad zu setzen. Du kannst dich locker zu Tode sparen, aber das wird langfristig nicht helfen. Sich mal hinzusetzen und zu überlegen, wie können wir denn ein kombiniertes Geschäftsmodell für die Eurozone machen? Wie können wir intelligent kombinieren? Und da fange ich mit der Energiepolitik an, auch wenn ich mir wieder keine Freunde mache. Es macht, liebe Leute, keinen Sinn, im Harz PV zu installieren, wenn ich gleichzeitig andere Regionen in Europa habe, wo die Sonne noch ein bisschen länger scheint. Das heißt, der Ausbeutegrad derselben Investition wäre hier höher. Ich rede nicht das Wort für Investitionssteuerung, aber ich rede das Wort für eine integrierte Rahmenplanung, wo Industrie von morgen sich ansiedelt. Und das hat dann sehr schnell was mit Universitäten, mit Fachhochschulen und mit Schulen zu tun. Es heißt ja zu Recht im Untertitel Deutschlands Beitrag für eine europäische Wertschöpfungskette. Und ich denke, genau in eine solche Richtung müssen wir viel stärker Ideen und Überlegungen anstellen, weil was gegenwärtig passiert, ist ja sozusagen der Beitrag Deutschlands nicht für die europäischen Wertschöpfungsketten, sondern eigentlich eher für die internationalen Wertschöpfungsketten. Wo liegen endogene Entwicklungspotenziale in den Regionen, wo dann aber auch die deutsche Industrie gerade bei der Ausdifferenzierung in Richtung produktionsorientierte Dienstleistungen wesentlich stärker sozusagen auf den europäischen Kontinent hin orientiert und nicht immer weiter Richtung Asien und Richtung Osten geht. Wie fallen denn bei Ihnen im Unternehmen Investitions- oder Standortentscheidungen? Es ist in der Tat so, dass die erstrangige Wettbewerbssituation, die es Europa gegen USA oder gegen China oder mit China, wir müssen uns, glaube ich, schon daran gewöhnen, und in den Unternehmen tun wir es, dass wir von Wirtschaftsräumen reden, die sich vielleicht auch von tradierten Grenzen ein bisschen entfernen. Ich weiß, dass wir dann auch über Sozialräume und über Rechtsräume reden müssen. Nur, das ist für mich die Herausforderung, wenn wir wirklich Europa buchstabieren. Auf der europäischen Ebene müssen wir sowas wie eine Taskforce in die Europäische Kommission integrieren und einen Wettbewerbscheck für Gesetzgebung und Aktionen, sodass klar ist, dass die industriepolitische Agenda auch zum Zuge kommt. Ja, wir brauchen eine neue Form der Governance. Und das heißt natürlich, dass man auch diese Kleinstaaterei stärker überwinden muss. Weil sonst kommen wir, glaube ich, mit einer Revitalisierung der Industrie in Europa nicht weiter. Die wir uns alle wünschen.